Heute mache ich einen Ausflug nach Bad Laspe im Kreis Siegen-Wittgenstein, denn ich wurde von Familie Althaus eingeladen. Marvin ist der vierjährige Sohn von Diana und Holger und bei ihm wurde mit anderthalb Jahren Zöliakie diagnostiziert. Mich interessiert es sehr, wie die drei seitdem den Alltag meistern. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und natürlich das Lieblingsgericht von Marvin. Aber zuvor genieße ich noch ein bisschen die wunderbare Aussicht hier im malerischen Rothaargebirge. Willkommen. Ja, hallo, Familie Althaus. Ja, schön, dass wir euch besuchen dürfen. Dann kommt mal rein. Ich bin Holger, ich bin der Papa von Marvin und der Marvin hat Zöliakie. Und ich bin die Mama von Marvin. Die Veranlagung hat er wahrscheinlich von mir. Zeig mal, was ist denn dein Lieblingsspielzeug? Alles. Also wenn ich mir eins aussuchen darf, dann würde ich den Kran nehmen. Also nachdem wir halt anfangen wollten, im Babyalter auf die Beikost umzustellen, war das schon relativ schwierig, weil der Marvin halt nicht wirklich essen wollte. Und dann hatte das halt alles noch mal ein bisschen gedauert. Der Kinderarzt hatte irgendwann gesagt, wir müssen halt runter von der Milch, das wird sich schon einspielen und sowas. Und wir kochen heute ein ganz besonderes Rezept, nämlich das Lieblingsgericht von Marvin. Also ich würde sagen, gib mir einfach was zu tun, weil mir muss man schon sagen, was ich tun soll. Und dann kam es halt dazu, dass er diesen Blähbauch hatte, dass er dann auch irgendwann leidend war und eigentlich nicht mehr vom Schoß wollte und nichts. Und das hat uns dann so veranlasst, mal genauer hinzugucken, den Kinderarzt zu kontaktieren und zu sagen, hier, schau mal nach, was ist hier los. Wollt ihr das jetzt auch aufnehmen, wenn wir das abwiegen? Oder? Und nachdem wir dann wussten, was es ist, klar, im ersten Moment Zöliakie, was ist das? Da muss man sich natürlich erstmal auseinandersetzen. Nachdem der erste Schock verdaut war, hat man sich dann gedacht, okay, es gibt halt Schlimmeres. Und so sind wir halt so eingestiegen. Dann hilft man sich halt, indem man halt im Internet recherchiert, was ist Zöliakie und kommt dann von Höckchen auf Stöckchen. Es gibt ja Gott sei Dank schon viele Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Genau. Jetzt wieder auf Null. So. Jetzt machen wir das Öl in den Sprudel da rein. Also Öl brauchen wir jetzt 90. Die DZG ist da also eine sehr große Hilfe. Die geben einem so einen Leitfaden auch an die Hand und sagen halt auch hier, du bist nicht alleine, wir sind viele. Und die helfen halt auch bei Fragen, bei den ersten Sorgen und Ängsten, die man hat. Aber die DZG, Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, ist da also wirklich der absolute Muss eigentlich, würde ich sagen, wenn man mit dem Thema Zöliakie zu tun hat. Hast du's? Also ich finde, bis jetzt stelle ich mich eigentlich ganz gut an. Zumindest könnte man meinen, es fängt hier wirklich langsam an, nach Pizza zu duften. Das Rezept zu diesem tollen Pizzateig von Jörg Hecker findest du unten verlinkt. Sind 3 Minuten jetzt rum? Also momentaner Stand ist so, dass wir einfach unseren Haushalt glutenfrei halten. Wir haben ganz am Anfang auch mal eine Familie besucht, die hier auch im Ort wohnt. Da ist die Tochter betroffen gewesen. Und die Familie hat es halt so, die trennen halb in der Küche. Die haben halt einen glutenfreien Bereich und einen glutenhaltigen Bereich. Das Mädchen war damals, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt und das hat bei denen gut funktioniert. Also das Thema Kontamination wird immer sehr, sehr leicht unterschätzt. Und man muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, damit man da auch dann dahingehend keine Fehler macht. Aber auch das ist ein Lernprozess. Jeder, der ins eiskalte Wasser geschmissen wird und der muss sich von jetzt auf gleich umstellen, dem passieren sicherlich auch anfangs Probleme. Wir waren zu Besuch bei Freunden gewesen, die auch mit der Thematik sich beschäftigt haben und uns da einen riesen Gefallen machen wollten und haben dann glutenfreie Waffeln gebacken. Und eigentlich zerbricht mir es heute noch das Herz, weil da wirklich der Wille so schön war, dem Marvin Waffeln zu backen. Nur es wurde einfach nichts
ins Detail weitergedacht, oder sie konnten es ja eigentlich nicht wissen. Sie haben es einfach mit einem gewöhnlichen Mixer oder auch dem Waffeleisen gemacht. Wenn man denkt jetzt, man könnte den Mixer benutzen für einen Teig und man macht ihn anschließend sauber, von außen sieht man nichts. Aber wenn man sich die Mühe macht und sich mal irgendwann einen neuen kauft und das alte Ding einfach mal aufschraubt, da ist man erstaunt, wie viel Staubmehl da tatsächlich drin ist. Und so konnte der Marvin das natürlich nicht essen. Und das war natürlich für uns am Anfang auch dann ganz schwierig, der Familie das zu erklären. Gerade wenn Familie für einen kocht, die jetzt vielleicht mit diesem Thema nur dann durch den Kontakt mit euch Berührungspunkte haben, dass da die Sachen eben oft auch, nicht böswillig missachtet werden, aber eben doch unterschätzt werden. Das ist richtig. Also wer halt damit nichts zu tun hat, der denkt sich auch, ja, Glutenunverträglichkeit, wenn wir mal darauf hinweisen, dass das ein Prozess ist. Und das ist, glaube ich, diese schleichende Gefahr, dass viele sagen, ach, wenn der mal ein bisschen Gluten zu sich nimmt, dann wird er nicht gleich sterben. Das ist dann nicht so schlimm. Auch gerade wenn es denn dann mal, wenn dann halt so Weihnachten ansteht, Geburtstage ansteht und man will mit der Familie halt mal essen gehen. Ja, habt ihr denn mal gefragt, ob wir mit können? Ja, ihr könnt doch mit, ist doch kein Problem. Nein, es ist ein Problem. Habt ihr mal gefragt, ob man da glutenfreies Essen bekommen kann? Und mittlerweile ist es so, dass man dann schon von vornherein sagt, nee, wir lassen es. Oder ich dann auch sage, hier, sagt mir, wo ihr essen wollt, ich rufe da selber an. Wenn wir einen Ausflug planen, dann müssen wir entweder einplanen, dass wir uns im Vorfeld einen Ausflug machen, wo wir wissen, da ist vielleicht ein Restaurant, was glutenfrei anbietet. Oder wir haben halt immer eine Kühltasche dabei. Oder man legt den Ausflug halt so, dass man rechtzeitig wieder zu Hause ist, um dem Kleinen dann Essen zu geben. Aber auch das funktioniert. Spontanität wird einem schon ein bisschen geraubt. Aber das sind jetzt alles keine Sachen, wo man sagt, oh Gott, man muss sich jetzt einkellern zu Hause. Es hat halt alles nur ein bisschen mit mehr Vorbereitung zu tun. Also und eigentlich ist es ja auch hier, kann man sagen, gar nichts Schlechtes, auch wenn man auf Ausflüge fährt und sich die Sachen mitnimmt. Weil oft ist ja aus Bequemlichkeit einfach, dass man dann am Ausflugsort, das hast du sehr schön darüber gekriegt, muss man jetzt auch mal erwähnen. Danke. Dass du am Ausflugsort aus Bequemlichkeit irgendwas isst, was ja eigentlich auch gar nicht schmeckt. Ne? Also ist irgendwelches Fastfood, irgendwie billige Lebensmittel für viel Geld, und die Sachen, die man selber macht, schmecken ja am Ende doch viel besser. Dann probier dich noch mal. Wir müssen ja jetzt, ich würde jetzt mal noch einen machen. Ab einem gewissen Alter kann er vielleicht selber dann mal sagen, ich gehe das Risiko ein oder nicht. Aber solange wir halt wirklich noch die Hand drauf haben, dann lieber gar kein Risiko. Und dann ist das halt so. Und dann wird halt von mir aus nur was getrunken oder keine Ahnung was. Aber es wird dann definitiv nicht gegessen. Das ist mir also so wichtig. Weil Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser. Aber ich kann ja schlecht in die Küche gehen und sagen, jetzt zeig mal. Ne? Und bevor ich das Risiko halt wirklich eingehe, dann lieber nein und irgendwas anderes. Das ist das Verteilen. Ja, darfst du. Hier. Und wie fühlt sich das so an von der Konsistenz der Alk? Ist das anders als das, was du an Pizza normalerweise gewohnt bist? Ja, also es ist, fühlt sich jetzt für mich tatsächlich, also gegenüber herkömmlichem Hefe-Weizenteig, ist das so etwas feuchter. Etwas, wie soll man sagen, schon fast fluffiger, würde ich sagen, und klebriger. Meine Erfahrung mit dem normalen Teig ist, dass das dann eher, wenn man genug Mehl nimmt, dass das dann sich eher ausgeht. Aber du
Wenn man den Trick einmal raus hat und wenn man auch hört, wenn man auf die Ratschläge hört von anderen Leuten, nicht einfach drauf loslegt, dann klappt das auch wunderbar mit diesem Teig. Und er scheint mir hier gar nicht trocken zu werden. Also ich habe jetzt schon die Vorfreude darauf, wenn wir das essen werden. Das wird gut werden. Auch so ein bisschen froh sein, weil wir uns einfach auch gesünder seitdem ernähren, alles selber machen. Und es gibt ja da diese Facebook-Seite von dem Jörg Hecker, wo wir so ein bisschen die Gerichte oder die uns so am besten gefallen. Da kann man einfach nur Danke sagen, dass es da so viele gibt, die bei Facebook wirklich auch da ihr Wissen halb teilen. Und da gucken wir uns dann Gerichte aus. Nur halt, wir müssen es halt seit der Diagnose selber machen. Macht immer richtig Spaß, selbst in der Küche zu stehen und dann einfach mal was Schönes zu zaubern. Was dann halt nicht jeder hat. Und ich habe das jetzt gemerkt gehabt, wenn ich manchmal mit meinen Backkünsten um die Ecke komme, dann werde ich schon bewundert. Oh, was hast du denn da Tolles gezaubert und wo kann man das kaufen? Ja, kaufen könnt ihr das bei mir. Ja, Diana, was soll ich sagen? Es sieht hervorragend aus. Nochmal vielen Dank für die tolle Einladung. Ich habe heute viel lernen können und es sieht einfach so lecker aus, dass ich es am liebsten gern anfangen würde. Ja, dann wollen wir nicht mehr lange schnacken, sondern ich würde sagen, lasst es euch schmecken. Ich glaube, wir haben eindrucksvoll gezeigt, glutenfrei kochen ist überhaupt kein Problem. So würde ich das auch sehen. Ihr dürft auch ehrlich sein, wenn es einem nicht schmeckt, ne? Weil das ist mir lieber, wie wenn man nur sagt, das schmeckt und es schmeckt nachher. Die Sorge von Diana war total unberechtigt. Die Pizza war wirklich richtig lecker und ist sogar wirklich einfach nachzumachen. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Ausprobieren und sage bis bald. Hat es dir gefallen? Dann lass uns einen Like da und abonniere den Kanal.